Der woke Streamer Dekadent macht mit einer neuen, ungeheuerlichen Forderung auf sich aufmerksam. Er fordert Wahlhelfer bei Wahlen in Deutschland zum Wahlbetrug auf. Er fordert sie dazu auf, Stimmzettel zu verbrennen oder wegzuwerfen. Hört sich unglaublich an, dass ein Streamer mit vor mehreren tausend Zuschauern, der eine Reichweite von mehreren 10.000 hat, so etwas fordert? Ja, dann hört es euch selbst an. Ey, wenn ihr Wahlhelfer seid, ne? Wenn ihr Wahlhelfer seid oder wenn ihr Stimmen auszählt oder anderweitig beteiligt seid und ihr seht, dass AfD gewinnt, verbrennt das einfach. Verbrennt die einfach, macht selber irgendwie noch Unterschriften drauf, dass die Stimmen als ungültig sehen, schmeißt die einfach weg, ne? Scheiß auf Demokratie. Nazis müssen verhindert werden mit allen Wegen und Möglichkeiten, mit allen fucking Mitteln. Wahlbetrug ist gut, wenn es die Richtigen trifft, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Das ist auch keine Ironie oder so. Nazis um jeden Preis verhindern. In allen Ämtern, in allen Ehrenämtern, überall wo es geht, Nazis verhindern. Ihr habt es gerade gehört. Nazis um jeden Preis verhindern. Doch was ist überhaupt ein Nazi? Ja, das entscheidet Dekadent selbstverständlich selbst. Also aktuell meint er, dass die AfD Nazis seien, aber wenn er ja findet, dass irgendeine andere Partei, die er auch nicht mag, Nazis wären, dann bezeichnet er die auch als Nazis und dann ruft er da natürlich selbstverständlich, würde er da natürlich selbstverständlich auch zum Wahlbetrug aufrufen. Ich habe es häufig genug gesagt, diese Woken-Ideologen sind keine Freunde unserer Demokratie. Sie lehnen demokratische Prozesse wie Wahlen ab. Sie wollen sich in erster Linie vor allem durchsetzen. Und dass ein relevanter Teil dieser, ja, Woken-Ideologen das so sieht, es zeigt, dass so ein großer Influencer wie Dekadent solche brandgefährlichen Forderungen hier einfach mal so aufstellen kann. Laut Meinung von Dekadent und Konsorten soll nicht das Volk, soll nicht die Wähler darüber entscheiden, welche Parteien uns regieren, sondern das entscheiden irgendwelche Woken-Twitch-Streamer, die irgendwelche anderen Leute als Nazis diffamieren und sagen, dass man die dann nicht mehr wählen darf, beziehungsweise dass die Wahl, wenn sie dann falsch getroffen wurde, einfach annulliert werden darf von, ja, demokratieskeptischen Wahlhelfern, nenne ich das jetzt mal. Das ist natürlich ein Aufruf zu Straftaten und, ja, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Diese Aussage ist so bescheuert, dass sie hoffentlich auf Dekadent wieder zurückfällt. Man kann in diesem Sinne nur hoffen, dass solche gefährlichen Woken-Ideologen, die Zehntausende junger Zuschauer beeinflussen, in Zukunft mehr Widerrede erhalten. Denn das erhalten sie im Internet meiner Meinung nach bisher eher zu wenig.